Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode, ganz persönlich diesmal, von Upgrade Yourself, glaub an dich. Ja, persönlich, weil ich werde dich gerne mal mitnehmen in meine letzten anderthalb Jahre, in denen ich hier in München war, in Bayern, mein 26. Umzug damals, 2022. Und ja, so schnell geht die Zeit. Jetzt sind wir schon 2023. Ich habe jetzt hier anderthalb Jahre gelebt und der nächste Umzug steht an, der 27. und zwar wieder Richtung Köln. So spielt das Leben manchmal anders, als man denkt. Ja, und wie das genau gekommen ist und wie ich die Zeit hier erfahren habe und vielleicht stehst du auch gerade vor so einem Neuanfang, ja, wie ich das gewuppt habe und warum und wie mir das auch Spaß macht, aber vielleicht auch, welche Nachteile es so gibt. Ja, das werde ich in dieser Podcast-Episode berichten und nimm dich da gerne mit und vielleicht, wie gesagt, kannst du da für dich das eine oder andere rausziehen und ansonsten kann ich dich vielleicht ein bisschen amüsieren mit meinen Erfahrungen hier. Ja, für den, der meinen Podcast vielleicht noch nicht gehört hat eher oder wenn du zum ersten Mal reinhörst, wer bin ich genau? Mein Name ist Anouk Ellen Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Das mache ich anhand der Trainings, die ich gebe, der Vorträge, die ich halte, meinen Coachings, natürlich den Büchern, die ich geschrieben habe, die daran beitragen und diesem Podcast hier ganz umsonst. Ja, meines Erachtens ist der Weg zum Erfolg gar nicht so schwierig. Man muss es einfach nur tun. Im Tun, da liegt die Kraft. Das glaube ich zum einen. Zum zweiten glaube ich, es muss auch gar nicht so kompliziert sein. Ich mag extremst das Praktische, das Pragmatische, das nicht zu komplizierte. Und zum dritten glaube ich eben auch daran, dass es kein Müssen und kein Sollen ist, sondern eben Dürfen und Wollen und eben auch manchmal Sein statt Werden. Ich mag allerdings dieses Werden auch ganz gerne. Ich mag die Veränderungen. Ich mag Neuanfänge, weil einfach dadurch bleibt es ein bisschen dynamisch. Das ist, was ich mag. Ich mag nicht so sehr, wenn das Leben sich so anfühlt, als wenn es einschläft. Ich habe nur dieses eine Leben. Ich möchte gerne unterschiedliche Sachen erfahren und mitmachen und erleben. Und ich glaube einfach, da ist so, ja, Veränderung geht da eben einfach mit einher. Zum Zweiten finde ich es auch immer wieder spannend, um auch wieder Neues an mir zu entdecken. Und gerade durch so einen Szenenwechsel, auch einen Wechsel eben, wo man wohnt, entdeckt man wieder neue Seiten an sich oder kann man wieder Neues lernen eben auch. Und ja, für mich ist das zweite Mal, dass ich nach München ziehe. Das erste Mal, da war ich 24 und habe hier, nachdem ich meinen Master in vier verschiedenen Ländern abgerundet hatte, ich hatte damals einen European Leisure Study, dies hieß das, Master gemacht in Marketing und Freizeitwissenschaften, aber eben auch ja, einhergehend mit Politik und Wirtschaft, also ganz, ganz bunt kann man sagen, war das Studium in England, in Belgien, in Spanien und in den Niederlanden. Und als ich damit fertig war, habe ich dann meinen ersten Job hier im Bayerischen Hof in München angenommen. Und damals wurde ich auch schon so wahnsinnig nett empfangen und haben die Menschen sich wirklich ja rührend um mich gekümmert. Das muss man einfach sagen. Und da habe ich schon gemerkt, ja, München war damals nicht so ganz meins. War mir einfach zu, ja, ich sag jetzt mal, Etepetete vielleicht, ne? Der Bayerische Hof war natürlich auch einfach sehr ja, tolles Publikum, aber eben auch für mich als einfache Niederländerin damals nicht genau die richtige Zielgruppe, würde ich sagen. Und darum bin ich damals nur ein halbes Jahr in München geblieben. So, jetzt habe ich es diesmal schon auf anderthalb Jahre geschafft. Also immerhin eine Verbesserung. Aber auch da, kürzer muss man ehrlicherweise sagen, als dass wir gedacht hätten. Wir hätten so gedacht, wir bleiben hier so vier Jahre, ungefähr fünf Jahre. Aber das ist es dann nicht geworden. Und wieso, weshalb, warum, erzähle ich dann ganz gerne. Ja, wir sind aus beruflichen Gründen meines Mannes hier hingezogen.
Und ich war auch sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, super, da bin ich dabei. Und ja, da haben wir dann auch uns wirklich sofort ins Zeug gelegt von Erkrath, da haben wir damals gewohnt, bei Düsseldorf, um dann eben jetzt hier nach München zu ziehen. Wir haben an einem Wochenende uns ganz viele Wohnungen angeschaut. Das war herausfordernd. Also ich weiß nicht, ob du auch hier in München wohnst, aber die Preise sind ja unfassbar hoch und das, was man dafür bekommt, Wahnsinn. Also ich war schon echt durch, muss ich sagen. Es war sehr anstrengend an dem Wochenende. Ich hatte das irgendwie gar nicht so gehabt und ich habe gedacht, nur, oh Gott, wenn ich jetzt hier mehrmals auf und abfahren muss, nur um mir eine Wohnung zu finden, das wird ja was werden. Ja, und dann sind wir in die letzte Wohnung, die ich noch rausgesucht hatte, die etwas außerhalb von München lag, aber so für mich Traumwohnung schlechthin, 220 Quadratmeter groß, also wahnsinnig groß und so ein bisschen Penthouse-mäßig, das, was ich mir immer so vorgestellt habe, wo ich gerne wohnen möchte. Ja, und diese Wohnung hat uns sofort überzeugt, wir haben sofort zugesagt und sind dann auch mit ganz, ganz, ganz viel Freude hier im letzten Jahr, also Sommer 2022, eingezogen. Die Wohnung ist wunderschön. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade nach Corona weiß ich, so eine Wohnung noch mehr zu schätzen, wo man sich wirklich wohlfühlt, wo man eben auch sehr viel Zeit verbringt. Und ich glaube, das habe ich früher anders eingeschätzt. Also früher war mir die Wohnung nicht so wichtig, weil ich eigentlich auch immer nur unterwegs war. Jetzt, wo man einfach mehr Quality Time auch in der Wohnung verbringt, ja, ist so eine Umgebung dann auch doch noch für mich wichtiger geworden. Also das hat sich absolut verändert im Vergleich zu früher. Und ich weiß nicht, wie bei dir der Stellenwert der Wohnung ist, ob sich da auch was verändert hat, aber das ist so eine Veränderung, die ich bei mir ganz klar bemerke. Ja, und hier hat man einfach einen Traum, das muss man schon sagen. Ich habe in meinem Büro hier ein Fitnessgerät stehen, so ein Laufband, natürlich mein Vision Board ganz groß vor mir. Auch währenddessen ich jetzt spreche, gucke ich da drauf. Es ist hell, es ist großzügig, ja, und so macht Arbeiten natürlich auch ganz viel Spaß, weil ich natürlich auch viel hier im Büro eben Online-Vorträge gebe, Online-Coachings mache, natürlich meine ganzen Administration, meinen Podcast hier aufnehme und. Also ich bin schon eine Menge hier. Ja, das war sicherlich so ein mit eines meiner Highlights hier in München, ist eben die Umgebung. Und ja, da wo ich gerade bin, da bin ich auch immer zu Hause. Also wie gesagt, es ist der 26. Umzug. Ich bin gewohnt, um in eine andere Stadt zu kommen, wo man wenig Menschen kennt oder manchmal auch gar keinen. Es war mein erster Umzug, den ich zu zweit gemacht habe. Früher bin ich immer alleine umgezogen. Jetzt war das mein erster Umzug, wo ich mit meinem Mann gemeinsam umgezogen bin. Das hat auch geholfen, weil er einfach sehr viel auch gemacht hat. Also das ist auch sehr angenehm, muss ich sagen, wenn man in so einem Umzug nicht ganz alleine stemmen muss, sondern zu zweit. Dann, habe ich gerade schon gesagt, da, wo man vielleicht wenig Leute oder kennt oder gar keine. Und das finde ich halt auch immer toll, dass man eben neue Leute kennenlernen darf oder aber vielleicht Menschen, die man schon kennt, noch weiter intensivieren kann, die Beziehung oder die Freundschaft und eben auch in ganz neue Netzwerke, sage ich mal, reinkommt. Und das ist hier in München auch passiert, also wahnsinnig tolle, viele Leute habe ich kennengelernt. Ich fange einfach mal an mit dem Business Club Deutschland Niederlande, wo ich ja auch Gründungsmitglied von bin und ja, ich finde das Team, also für alle Niederländer, die mir hier zuhören und in München was machen wollen, also schließt euch auf jeden Fall diesen Business Club an mit Willem und Robert im Vorstand, dem Erik Jan, der Aufseher sozusagen ist, ich weiß gar nicht, wie man die Funktion genau nennt, und aber auch Dimitri und Heike, die sich dem Vorstand dann noch mit angeschlossen haben und Lydia, die das Ganze so ein bisschen auch organisatorisch managt, die Veranstaltungen und die Events. Also wirklich klasse. Und ja, ganz besonders mit Erik Jan habe ich mich auch öfters getroffen und mich ausgetauscht. Und das ist einfach sehr, sehr wertvoll gewesen und toll. Er kümmert sich um das Thema so ein bisschen Security, IT-Security und ja, ganz anderes Thema, als mit dem ich mich beschäftige, aber eben super spannend, um sich so auszutauschen und ja, die unterschiedlichen Werdegänge auch mitzubekommen. Und mit der Lydia habe ich auch mich mehrmals getroffen. Also ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, um auch hier so dieses Deutsch-Niederländische, was ich ja auch lebe, um das auch hier so ein bisschen zu spüren. Ist natürlich nicht ganz so stark gewesen wie in NRW,
Und trotzdem hat mein niederländisches orangene Herz ja aber ordentlich gepocht, sage ich mal so. Ja, dann war ich auch ein, zweimal in so einem Wirtschaftsclub mit dabei. Auch das war spannend. Und von Bronder und Bronder, der Agentur, bei der ich auch mit eingeschrieben bin, da die sind jetzt auch nach München gezogen und die organisieren hier ordentlich viel. Also auch das ist ziemlich toll. Und auch für alle, die in München jetzt sind und das hier hören, guckt mal, was die alles organisieren, von Frühstücken bis hin zu eben Abendveranstaltungen. Ich war da im Schloss Nymphenburg beim Jahrestakt auf Veranstaltung. Das war super. Also auch da habe ich das Netzwerken, sage ich mal, hier im Süden kennengelernt, aber eben auch mit meinen ehemaligen Mentoring-Club. Wir haben so eine Mastermind-Gruppe mit der Susanne Nickel und dem Oliver. Und die beiden habe ich ja auch getroffen, was total schön war. Mit meiner Freundin Katrin habe ich mich wahnsinnig viel ausgetauscht. Wir haben uns gar nicht so oft gesehen, obwohl man so nah wohnt. Auch das kennst du vielleicht, ne, dass man irgendwie da, wo man gerade ist, die Leute gar nicht so unbedingt immer öfters sieht, ja, sondern manchmal, und so war es bei mir auch, dass ich hier meinen Club in Köln, meinen Mädelsclub, den ich einmal im Monat organisiere, dass ich die teilweise mehr gesehen habe, als dass ich hier in München Leute gesehen habe. Also dann, das kommt auch dazu, dass gerade der Abstand manchmal dafür sorgt, dass wieder irgendwie eine ganz spannende Nähe entsteht. Und auch das, finde ich, ist eben total schön, diese Dynamik zwischen ja, Nähe und Abstand und zwischen Dasein und Wegsein und wieder zurückkommen. Und ja, Netzwerk grundsätzlich, ich habe ja da zwei Bücher zugeschrieben, ist sowieso ein Thema, was ich eben ganz spannend finde. Ich bin auch sehr treu, würde ich von mir behaupten, wenn man mich als Freundin hat oder als, ich sag mal, nur als Bekannte vielleicht kennt, bin ich eine treue Seele und halte ich da sehr viel von, um Kontakte auch aufrecht zu erhalten oder eben neu entstehen zu lassen. So wie zum Beispiel mit der Anita Griesbeck, die ich hier kennengelernt habe, die sich so für das Thema Mütter einfach enorm stark einsetzt. Auch da ganz anders als ich und trotzdem so wertvoll und so schön, haben wir hier einen Kaffee zusammen getrunken und sind so digital vernetzt. Und ja, ich hoffe, ich sehe sie noch, bevor ich jetzt München wieder verlasse. Und ja, darum, also das ist so privat vielleicht, aber eben auch ein bisschen geschäftlich, dass man sich eben unterstützt. Und wenn man in eine neue Stadt kommt, das fand ich jetzt das Größte für mich herausfordernd, wie schaffe ich es jetzt, dass ich mein Business von NRW ja in den Süden verlagere. Und wenn ich ehrlich bin, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich glaube, das braucht einfach mehr Zeit. Und das ist sicherlich mit einer der Gründe, warum wir jetzt auch wieder zurückziehen, weil ich einfach so wahnsinnig viel zu tun habe in NRW und in den Niederlanden. Und ja, in den anderthalb Jahren, fast wöchentlich, kann man schon fast sagen, fast wöchentlich wieder runtergefahren bin. Und da kannst du dir vorstellen, was das ungefähr an Fahrzeit für mich bedeutet hat. Ich bin dann mit dem Wagen gefahren, weil ich da ganz oft gar nicht irgendwie dazu kam, um in den Niederlanden zum Beispiel mit dem Flieger oder mit dem Zug hinzukommen. Oder in Köln war es dann oft so, dass ich das dann verbunden habe mit Besuch hier und Besuch da. Und da ist diese Flexibilität mit dem Auto einfach total wichtig gewesen. Also bin ich fast wöchentlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren, du kannst dir vorstellen, ich glaube, ich bin 40.000 Kilometer gefahren, auf und ab. Und ja, das ist geht an die Substanz, muss ich sagen. Das war dann doch sehr, sehr auch anstrengend, obwohl ich Autofahren liebe. Aber es ist dann eben doch, ja, es ist eben immer wieder frühmorgens aufstehen, weil ich dann gegen den Strom gefahren bin. Also ich bin immer um 5 aufgestanden montags. Um 5:30 saß ich dann im Auto und war dann so gegen 10:30, sage ich jetzt mal, in Köln. Und bin dann von da aus wo auch immer zu meinen Aufträgen hin oder aber noch private Termine gemacht und dann dienstags erst angefangen zu arbeiten. Ne? Also so kann man sich das vorstellen. Und trotzdem habe ich ein paar wirklich tolle Auftritte hier in München haben dürfen. Einmal für das Generalkonsulat zum Königstag, das war ein Highlight, das zu moderieren. Ich durfte für GE Health hier in der Zentrale in München ein Seminar geben zum Thema Sichtbarkeit, Selbstmarketing, Netzwerken. Das war super, tolle Menschen, kann man gar nicht anders sagen. Also wir saßen da in einem etwas kleineren Raum, aber der war voll gepickt mit motivierten Mitarbeitern von GE Health. Und ja, ich hatte denen vorher schon mal einen digitalen Seminar gegeben zum Thema Präsentationstechniken und jetzt war eben das Thema Sichtbarkeit, Selbstmarketing und Netzwerken dran vor Ort. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe hier in München auch ein paar Menschen coachen dürfen, die sich an mich gewandt haben, auch hier vor Ort, also gar nicht nur digital, sondern auch eben hier bei mir im Büro. Da habe ich eine sehr liebenswerte Frau kennengelernt, wirklich klasse, sehr inspirierend auch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte das Einstein-Teleskop-Projekt hier moderieren, also sowieso Einstein-Teleskop-Projekt, wenn du da noch nicht von gehört hast. Absolut interessant, um mal zu googeln. Das ist ein Projekt, was in Deutschland, Niederlande und in Belgien jetzt in den Pitch geht, um das zu gewinnen. In 2025 wird da wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen werden. Also auch da super spannendes Projekt, überhaupt in diese Einstein-Teleskop-Welt eintauchen zu dürfen. Das war ein Geschenk für mich. Und ich hoffe, dass ich vielleicht in Zukunft da noch mal ein bisschen mehr machen kann, nicht nur hier in München, sondern eben auch an anderen Orten. Ja, und ich durfte in Stuttgart die große ADAC-Camping-Gala moderieren und das ADAC-Symposium in Stuttgart, also nicht ganz München, aber eben auch hier im Süden. Das waren schon Highlights, aber eben nicht genug, um zu sagen, ich bin jetzt wirklich hier im Süden angekommen. Und das Interessante ist ja, in dem Moment, wo man sich dann entscheidet zu gehen, da kommen die Aufträge. Ich habe jetzt, es ist wirklich ganz verrückt, die erste Anfrage bekommen von Haufe, um ein Seminar zu geben hier in Dachau. Ja, stell dir das mal vor, wirklich 2 Minuten, wo ich entfernt wurde, so ungefähr, für ein sehr großes Unternehmen. Ja, wäre natürlich super, wenn das klappt, aber ich würde mich wirklich totlachen, dass jetzt, wo ich dann weg bin, genau hier 2 Minuten entfernt so einen großen Job bekomme. Ich habe eine Anfrage für ein Regionalfernsehen bekommen, Bayerischen Rundfunk, auch Wahnsinn, über eine ganz tolle Agentur im Bereich Presse und PR, die da an mich gedacht hat. Und außerdem, ja, die ADAC Camping Gala und das Symposium findet auch im nächsten Jahr wieder in Stuttgart statt. Und auch dafür bin ich gebucht worden, um das auch im nächsten Jahr wieder zu machen, also 2024. Und das Schöne ist, der ADAC Camping ist jetzt, also PIN Camp ist jetzt zusammengegangen mit der ANWB Camping Sektor, also dem niederländischen Pendant. Und das ist natürlich, da schlägt auch mein orangenes Herz wieder ein bisschen mehr für. Also schöne Sachen, die jetzt hier im Süden auf mich warten. Mein Mann, der lacht nur und ich habe gesagt, ja, dann fahren wir demnächst wieder zurück, wer weiß. Ne? Also sehr spannend. Ja, und das ist eben so ein bisschen, ich sage jetzt mal, wenn wir über Nachteile sprechen, wenn man eben irgendwo dann doch stärkere Wurzeln hat, dann ist so ein Umzug natürlich auch einhergehend damit, dass man eben flexibel bleiben darf und eben auch da, wo die Wurzeln sind, eben sich immer wieder sehen lässt. Hinzu kam, dass meine Mutter auch mehrere körperliche Sachen hatte, sage ich jetzt mal so, wodurch sie einfach auch mehr Aufmerksamkeit brauchte und auch ich mehr für sie da sein durfte. Und auch das hat dafür gesorgt, dass ich aus privaten Gründen sehr oft nach Köln gefahren bin. Und da muss man auch sagen, vielleicht hörst du das gerade und bei dir sind deine Eltern auch schon was älter geworden. Das ist natürlich ein Thema, was einfach einhergeht mit dem eigenen Älterwerden, dass die Eltern natürlich auch älter werden. Und ja, das ist eine Phase, die man so natürlich noch ich nicht kannte vorher und die einfach dann doch auch, ich sag mal, gewisse Anforderungen an die Kinder, ne, sozusagen stellt. Und das geht auch einher, nicht nur mit eben sehr viel Auf und Ab, sondern auch mit Sorgen, die man hat und ja, dass man für jemanden da sein möchte und dass es eben auch nicht immer einfach ist. Und dieses nicht immer einfach sein, da hilft natürlich dann so ein Abstand überhaupt nicht, weil man eben nicht mal eben kurz rüberspringen kann, sondern man muss dann schon eben erst 5,5 Stunden Auto fahren. Ich glaube, von dem her ist es auch mit einer Entscheidung, warum wir zurück nach Köln ziehen, um einfach dann doch näher an den Eltern dran zu sein und auch da eben schneller, besser, anders wirken zu können und auch da eine gewisse Verantwortung eben zu haben und die auch zu nehmen. Und ja, ich glaube, das ist eine Phase im Leben, die auch dazu gehört. Und ja, so sage ich jetzt mal, gab es gar nicht so viele Nachteile. Es gab eben nur, wenn ich ehrlich bin, eben dieses ewige Auf- und Abfahren. Aber ich habe es hier geliebt in München. Und ganz besonders, muss ich sagen, sind die Leute zu uns unwahrscheinlich nett gewesen. Wir haben hier
auch so viele, ich sage jetzt mal einfach Leute in den Restaurants kennengelernt. Gerade gestern Abend waren wir noch beim Italiener um die Ecke und der hat sich einfach zu uns gesetzt und sich mit uns unterhalten. Und es war so nett und ach, Andreas und ich haben gesagt, ach wie schade eigentlich, ne, dass man ja dann so welche netten Begegnungen einfach nicht mehr hat. Dieser Perspektivenwechsel, jetzt hier im Süden zu leben, einfach mal wieder ein bisschen Abstand zu haben, vielleicht auch zum Rheinland, zu NRW, mehr Nähe zu haben, nach Österreich, zu den Bergen, auch ein Perspektivenwechsel, ne, zu meinem Niederlande, total schön, die Natur überhaupt. Also die Natur war so ein Kraftort in den letzten anderthalb Jahren für mich. Wir haben hier Spaziergänge an der Isar gemacht. Ich glaube, das sind meine Highlights, wenn ich ehrlich bin. Diese Spaziergänge werde ich überhaupt nicht mehr vergessen. Die waren so wunderschön. Diese Natur, ja, einfach ein Träumchen. Also dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar. Ich bin dankbar für die anderthalb Jahre, die ich hier erleben durfte, die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ganz besonders möchte ich natürlich Adeline Marx hervorheben. Adeline Marx ist eine Designerin, die vor 6 Jahren, also 5,5 Jahren, mein Hochzeitskleid designt und geschneidert hat. Irgendwie bin ich auf sie gestoßen, als wir hier in München waren und hatte sofort ein super Feeling bei ihr. Und dann haben wir vor 5,5 Jahren einfach hier mein Hochzeitskleid designen und schneidern lassen. Und als wir dann hier hingezogen sind, habe ich mich sofort wieder an Adeline gewandt und habe gesagt, ob sie denn auch vielleicht für mich ein paar Kleidungsstücke für die Bühne machen würde, für meine Auftritte. Ja, und so ist eine ganz intensive Freundschaft entstanden. Ich glaube, mit der Adeline hatte ich den allermeisten Kontakt in den letzten anderthalb Jahren, denn sie hat unfassbar schöne Kleider für mich gemacht, Hosenanzüge für mich gemacht, Oberteile, Röcke, also ja, einfach wunderschön, alles Outfits, die ich eben für die Bühne, aber eben auch fürs Privatleben benutzen kann. Und ja, das ist, wenn ich ehrlich bin, so ein kleines Geschenk, was ich mir selbst gemacht habe, eine Freude, also klein ist die gar nicht, das ist eine ganz große Freude, die ich hier ausleben durfte mit meiner eigenen Anouk-Kollektion. Ich habe da das eine oder andere auch schon mal geteilt und werde demnächst sicherlich nochmal auf Social Media nochmal zeigen, was Tolles die Adeline Marx da für mich gemacht hat. Also ich kann sie nur empfehlen für alle, die hier in München wohnen oder in Umgebung oder sich auch mal was schneidern lassen wollen, designen lassen wollen. Da ist Adeline genau die Richtige für. Also das war so ein bisschen mein Geschenk. Und was ich hier auch noch neu für mich entdeckt habe oder mir die Zeit genommen habe, obwohl ich gar nicht so viel Zeit hatte, ich habe angefangen zu malen. Und ja, da habe ich 2 Kollektionen jetzt gemalt, einmal Upgrade Yourself und einmal Life is Orange. Und die Werke findet man auch auf meiner Webseite. Und habe jetzt mich auch angemeldet als Künstlerin sozusagen. Da muss man ja steuertechnisch auch drauf achten, dass man dann in die Künstlersozialkasse einzahlt. Das tue ich jetzt auch. Und wer möchte, kann meine Gemälde, meine Bilder gerne erwerben. Ich bin total gespannt, ob sie mir gefallen. Aber ja, für mich war das hier eine richtig schöne kreative Zeit, die ich hier nutzen konnte, um einfach mal wieder so ein bisschen diese Phase von mir ausleben zu lassen. Also das ist auch ein Geschenk, glaube ich, wenn man einfach mal rauskommt aus der Routine, mal Zeit geschenkt bekommt, vielleicht auch sich wieder auf Neues zu beschränken oder auf Neues wieder zu einzulassen. Und das habe ich auch genutzt, nicht nur in künstlerischer Hinsicht, sondern ich habe es ja in diesem Jahr auch geschafft, dafür bin ich dann auch extremst dankbar, meinen Triathlon hier in München zu machen, und zwar auf der Rennbahn bei Dachau und Hebertshausen, wo ich wohne. Das ist natürlich ein mega Riesenschritt für mich gewesen in diesem Jahr, ja, dass ich es endlich hinbekommen habe, um diesen Triathlon zu machen. Also das hatte ich mir ganz, ganz, ganz doll vorgenommen, aber gut, hatte ich in den Jahren davor auch. Und hier im Süden ist es mir dann gelungen. Also auch das ist ein Geschenkchen, von dessen ich sehr dankbar bin. Ich glaube, das Einzige, wenn wir über sportlich reden, wo mein Herz nicht für schlägt, ist der 1. FC Bayern. Das hat dann nicht so funktioniert mit der Liebe, da bleibe ich meinem 1. FC Köln treu. Aber gut, die werden es mir vergeben, haben genug Fans Bayern hier. Ich bin für Köln. Das vielleicht so als kleiner
Rundumschlag, was habe ich hier erlebt, was habe ich gemacht, wie ist es gewesen? Vielleicht jetzt auch noch ganz kurz, was sind so meine Tipps, wenn du von einem Neuanfang gehst? Ich würde sagen, einfach Schrittchen für Schrittchen, also nicht das große Ganze, was einen vielleicht erschlägt und man denkt, oh Gott, wie soll ich das alles nur schaffen? Angefangen beim Umzug vielleicht, ich meine, ich merke es ja jetzt auch wieder, ich stehe jetzt gerade hier und gucke schon in meine Dosen rein. Kartons, die ich gepackt habe, weil in 3 Wochen geht's los. Und letztendlich einfach Schrittchen für Schrittchen an die Sache ranzugehen, gut zu planen. Es ist natürlich schön, wenn du zu zweit bist, aber ich kann dir sagen, ich habe auch vorher 26 Umzüge allein gewuppt. Sich direkt jemanden zu suchen oder einen Ort zu suchen, wo man sich wohlfühlt. Also wir sind dann zum Beispiel direkt zu dem Italiener gegangen. Das war einer der ersten Restaurants, die wir besucht haben. Und wir haben so ein Café, das heißt TH. Ich liebe es. Und das sind so die zwei, wo wir eigentlich am meisten hingehen. Und weil man da einfach dann von Anfang an so oft hingegangen ist, kennen die Leute einen, sind sie nett zu einem. Das war so etwas, was ich mir aus der Zeit, dass ich alleine umgezogen bin, mir immer gemerkt habe. Weil gerade wenn du alleine bist, ist natürlich so ein Ort, wo man einen kennt und wo man auch mal hingehen kann, oder wenn mal was sein sollte, ja immer schlau. Und zur gleichen Zeit haben wir aber auch ganz viel ausprobiert und ganz viele Restaurants ausprobiert. Also auch da offen zu sein, auf Entdeckungsreise zu gehen, sich vorher zu überlegen, was möchte ich rausholen in der Zeit, dass ich da bin. Wie gesagt, für uns war es jetzt etwas kürzer als gedacht. Und wir haben sicherlich nicht alles gemacht, was wir machen wollten, aber trotzdem waren wir schon sehr aktiv für diese wenige Zeit, sage ich jetzt mal, die wir eigentlich hier waren, auch einfach aufgrund dessen, dass ich auch so viel in Köln und Umgebung war und in den Niederlanden. Aber trotzdem waren wir sehr aktiv und dieses Aktive und dieses Erlebnisse schaffen, sage ich jetzt mal, ist ja letztendlich, worauf es im Leben ankommt, oder? Dass man einfach schöne Erlebnisse hat. Dann ein anderer Tipp, sich eben in der Tat in Netzwerke mit einzubegeben, Leute kennenzulernen. Wir sind hier auch echt ganz oft essen gewesen mit Freunden, mit Bekannten, mit Kollegen, sage ich jetzt mal. Und auch das ist natürlich so eine soziale Ader, die einfach gut tut, die schön ist, wenn man sich was aufbaut, wo man dann auch Menschen kennt, liebe Menschen kennt und eben was macht. Ja, und dann vierter Tipp, vergiss deine Wurzeln nicht, woher du kommst. Ne? Also bleib trotzdem treu da, wo du jetzt gerade weggegangen bist und guck eben, wie du da auch Kontakte halten kannst. Wie gesagt, das muss dann, glaube ich, nicht so intensiv sein, wie ich das gemacht habe, einfach aufgrund dessen, dass man dann einfach auch in zwei Welten fast dann lebt. Ne? Das ist ja schon mal manchmal herausfordernd, aber trotzdem ist es nicht verkehrt, auch die Bande weiter anzuhalten. Du kannst dir ja vorstellen, bei 26 Umzügen bei mir, ich bin viel gereist und trotzdem habe ich immer ja meine Kontakte aufrecht gehalten und das hat mich in den letzten, sage ich jetzt mal einfach 27 Jahren, hat mich das immer dahin geführt, dass wenn ich zurückkomme nach Köln zum Beispiel oder wenn ich in den Niederlanden bin, dass da immer Freunde auf mich warten und für mich da sind, was total schön ist, so wie ich auch für sie da bin. Also das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ja, dann dankbar zu sein, was man eben hat. Und sich auch darauf zu fokussieren und nicht zu gucken, was hat man jetzt nicht, ne? Also weil es gibt ja in jeder Situation Nachteile, aber sich vielleicht auch auf das zu beschränken, ne? Und auf das zu schauen, was eben positiv ist. Auch das hilft natürlich, dass so eine Veränderung ja noch mehr Licht bekommt und eben nicht nicht die dunklen Seiten, sage ich jetzt mal, hat. Und dann vielleicht noch ein letzter Tipp an der Stelle, wenn es um Veränderung geht. Und ich glaube, das ist so eine Basis, einfach offen zu sein, neugierig zu sein, offen zu sein, nicht zu streng mit sich zu sein, dass man alles schaffen muss, dass man alles können muss, dass alles toll sein muss, sondern ja, einfach das zu nehmen, wie es kommt. Und so wie es kommt, ist es dann auch richtig und mit der Offenheit und der Neugierigkeit auch da vielleicht zu gucken, was kann ich hieraus nehmen, was kann ich daraus lernen, was begegnet mir und das letztendlich dann auch zu umarmen. So, jetzt habe ich natürlich schon wieder vergessen, meine Karten hier zu nehmen. Warte 2 Sekunden, weil jetzt ziehen wir noch eine Upgrade Yourself Karte. Kleinen Augenblick. Die Karten sind noch nicht eingepackt. So, jetzt gucke ich, was sagt denn die Upgrade Yourself-Karte? In der Ruhe liegt die Kraft. Ach,
Ich liebe meine Karten so. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist auch ein sehr guter Tipp. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, in der Tat, sich nicht hetzen zu lassen, sich nicht jeckig machen zu lassen, sondern einfach ganz ruhig dieser Veränderung entgegenzugehen. So sehe ich das jetzt auch für meinen 27. Umzug. Wir ziehen ja jetzt nach Köln, Rodenkirchen. Ich freue mich total. Auch da, wir haben ein wahnsinnig schönes Haus. Jetzt steht wieder Erneuerung an und wie gesagt, die Kisten sind hier gepackt und ich denke mir immer nur, in der Ruhe liegt die Kraft. Das kriegen wir jetzt auch schon hin und dann ist es eben auch ein bisschen anders gelaufen, als das wir wollten, aber so ist es dann eben. Es wird schon seine guten Seiten haben, warum es alles so ist, wie es ist. Und die Ruhe, die sorgt dafür, dass es alles auch Schrittchen für Schrittchen klappen wird. Also schöner Impuls, finde ich, von den Karten. Und dir ja auch ganz viel Ruhe, ganz viel Kraft, ganz viel Erfolg bei was auch immer anstehen wird bei dir. Oder aber vielleicht wolltest du auch einfach nur so ein bisschen hören, wie meine Zeit hier im Süden war. Ich habe wahrscheinlich auch noch ganz viele liebe Menschen, die ich hier kennengelernt habe, vergessen. Verzeiht mir dafür, weil es dann doch echt eine Menge waren. Und ja, ich danke für die Zeit, die ich hier sein durfte, für die Erlebnisse, die ich erleben durfte. Und ich würde mir wünschen, dass wenn bei dir so ein Neuanfang da ist oder ein Umzug ist, ja, dass du da genauso dankbar darauf zurückschauen kannst wie ich. Vielleicht ja auch ganz schön, so zum Ende des Jahres ein kleines Resümee zu machen und zu überlegen, was waren denn so deine Highlights, ne? Was war das Besondere? Was hast du zum ersten Mal in diesem Jahr gemacht? Oder was hast du geschafft? Was hast du Neues gemacht? Da werde ich sicherlich demnächst auch eine Episode nochmal zu machen, weil dieses Jahr war auch für mich echt sehr, sehr extrem und toll und besonders. Und es ist gut, wenn man auch da manchmal mal so kurz drauf zurückblickt. So wie das jetzt hier für meine Bayern-Zeit gilt. Also alles Liebe, hartelicke Grüßjes und ich hoffe bis ganz bald. Tschüss, dui! Schlägt dein Herz.